Hallo zusammen und willkommen zurück zu diesem neuen Video. Ihr erinnert euch vielleicht, beim letzten Mal haben wir mit diesem Gerät hier angefangen, nämlich einer Java, und ich habe euch erstmal vor die Wahl gestellt, soll es weitergehen oder nicht. Und bei dieser Umfrage haben mehr als 2000 Leute teilgenommen und etwa 93% der Leute, die teilgenommen haben, waren dafür, dass es mit der Java weitergeht. Ihr habt also entschieden, wir machen weiter, wir basteln weiter und wollen heute keine Zeit verlieren. Viel Spaß! Bevor es gleich richtig losgeht, will ich ganz kurz noch zwei Sachen richtigstellen. Das erste richtet sich an alle Simson-Freunde, die jetzt enttäuscht sind. Es wird in naher Zukunft auch hier auf Simson-Werkstatt wieder neue Simson-Videos geben. Und das zweite richtet sich vor allem an alle Tschechen und Slowaken, die mir in diesem Moment zuschauen. Ihr habt natürlich völlig recht. Die Javas wurden damals in der Tschechoslowakei gebaut. Und ich meine, das Land gibt es seit 1992 nicht mehr. Und weil im letzten Videotitel tschechische Simson stand, habe ich jetzt noch einen kleinen Zusatz hinzugefügt, nämlich die slowakische Simson, denn das eigentliche Produktionswerk von diesen Mopeds liegt auf heutigem slowakischen Staatsgebiet. Aber das soll uns ansonsten nicht weiter interessieren. Wie gesagt, ich habe es einmal noch kurz korrigiert und wir machen jetzt weiter mit dem eigentlichen Basteln. Und ich habe da vorne schon mal ein bisschen Wasser aufgesetzt, denn das, was wir heute vorhaben, ist folgendes. Wir entrosten den Tank, wir reinigen den Vergaser und kicken das Fahrzeug einfach mal an. Im Prinzip genau die gleiche Mission wie beim letzten Mal, nur dieses Mal ein bisschen vernünftiger. Los geht's! Erste böse Überraschung des Tages. Ihr seht es schon, hier fängt alles an zu tropfen. Dadurch, dass ich das Fahrzeug beim letzten Mal offenbar bewegt und gekickt habe, ist es undicht geworden. Wenn ich Glück habe, nur vom Getriebeseitendeckel. Ach, 14. Wo hat man denn sowas schon mal? Die scheint hier hinten irgendwo gekontert zu sein. Ja, das muss hier irgendwo sein. Ah, hier. Jetzt. Naja, also hier gehört wohl auch eine Schraube rein. Die ist wohl mal irgendwann während der Fahrt abgefallen. Ich habe nochmal eine ganz doofe Frage an die Java-Experten. Gehört hier wirklich so ein Stück Pappe und so ein Gummi drunter? Es macht ja Sinn, aber es kommt mir doch ziemlich improvisiert vor. Aber ich hinterfrage das hier am besten gar nicht mehr. Wir müssen jedenfalls an den Tank dran und der lässt sich offenbar nur nach unten rausziehen, nicht wie ich gedacht habe, nach oben. Und das würde bedeuten, dass wir das Rad entfernen müssen. Ich hoffe es ja nicht. Ich probiere es jetzt erstmal damit, dass ich hier das Bauteil löse, diese Stange. Dann reicht der Platz ja vielleicht schon. Wir werden es sehen. Immerhin muss ich mal sagen, dass ich bei den Gewinden Schlimmeres erwartet habe. Die sind halbwegs intakt. Und das ist keine Selbstverständlichkeit, wenn man nach 30 oder 40 Jahren das Moped auseinanderschraubt. Das hier ist die Befestigungsschraube vom Tank und das ist offensichtlich keine 10, sondern eine 9. Ein bisschen wie Tetris spielen hier. Das muss doch hier irgendwie. Ach so. Das ist es im Weg. Probieren wir mal die andere Seite aus. Schade, das sah mir irgendwie so verlötet aus, aber hier tut sich nichts. Okay, mit ein bisschen Gewalt ging es doch ab. Ich muss mir nur hinterher Gedanken machen, wie ich das wieder drauf kriege.
So, ich würde sagen, während die Zitronensäure hinten im Tank ein bisschen wirken kann, kümmern wir uns schon mal um den Vergaser und sehen zu, dass wir den wieder freikriegen. Undicht. So, der Tank ist immer noch am Entrosten und der Vergaser ist schon wieder montiert. Nebenbei führe ich Liste von kleinen Dingen, die man mal neu bestellen könnte, beziehungsweise die wir unbedingt neu bestellen müssen. Kleines Zwischenfazit, der Schwimmer ist nicht mehr ganz dicht. Die Dichtungen, beziehungsweise die Dichtung vorne am Flansch sieht auch nicht mehr so schön aus. Und am Vergaser war übrigens auch jede Düse verstopft, sodass mir die Kiste sowieso nicht angesprungen wäre. Das ist also jetzt schon mal gar nicht so schlecht, dass wir das gereinigt haben. Und weil der Tank jetzt noch ein bisschen braucht, ich denke, ich werde ihn auch über Nacht noch ein bisschen einwirken lassen, habe ich mir hier mal so einen provisorischen Tank gebastelt, habe ein bisschen was zurechtgemischt. Wir wollen ja einfach gleich mal gucken, ob der Vergaser vernünftig funktioniert, ob sie überhaupt ein kleines Lebenszeichen von sich gibt. Und ihr erinnert euch vielleicht, beim letzten Mal war ja dieses Trittbrett im Weg. Jetzt sehe ich gerade, dass das auch nur noch 6 Schrauben sind. Ich werde das also gleich noch demontieren. Denn ich kann das Fahrzeug hier in der Werkstatt nicht so ohne weiteres anlaufen, dafür ist sie einfach viel zu klein. Und die Java durchs Treppenhaus noch draußen zu schleppen, das überlege ich mir zweimal. Deswegen würde ich sagen, ist es gar nicht so schlecht, wenn wir das noch abmachen, hier alles anschließen, den Tank befestigen und dann steht ihm eigentlich nichts mehr im Wege. Entweder sie läuft dann oder sie hat einen größeren Schaden. Na, was ist denn jetzt schon wieder? Eigentlich war gerade alles startklar. Aber wie schrieb einer so schön unter dem letzten Video, bei den Java-Muppets denkt man sich immer, ja, was ist denn jetzt schon wieder kaputt? Und das trifft's eigentlich auch ganz gut. Ich bring's mal auf den Punkt, sie blockiert völlig. Und beim letzten Mal hatte sie das ja auch schon mal kurz, da konnte ich es aber irgendwie wieder frei treten bzw. am Hintergrad ein bisschen ruckeln. Und jetzt ist es so, man schaltet die Gänge durch und trotz Leerlauf lässt sich das Hinterrad nicht bewegen, dann dachte ich, na gut, wird wohl der Zylinder fest sein, aber selbst wenn man die Kupplung zieht, rührt sich da auch nichts. Jetzt bin ich ein bisschen ratlos, es könnte jetzt natürlich, wenn es gut läuft, irgendwie am Kettenlauf liegen bzw. dass die Kette vorne blockiert. Da werde ich jetzt gleich mal schauen, ob ich ans Kettenritzel komme. Und ansonsten scheint tatsächlich das Getriebe zu blockieren. Ja toll, jetzt kriege ich die Schraube nicht raus, weil dieses Scheißding genau an der Stelle blockiert. Also... Ich habe hier gerade aus Neugier an dieser Kupplungsstange gezogen. Da kam mir eine Kugel entgegen. Und jetzt kriege ich das da nicht mehr rein. Ah, scheiße. Ah, jetzt. Puh. Ich habe die Zitronensäure jetzt über Nacht einwirken lassen. Und ganz schlechte Nachrichten, Leute. Das hier ist allein die Menge, die ich im zweiten Spülgang aus dem Tank rausgeholt habe. Und zwar ohne den Tank großartig zu schütteln. Ich zeige euch das mal. Jedenfalls fängt der Tank vorne langsam an, undicht zu werden, was ja kein Wunder ist. Ich sag mal so, wir haben ja noch einen Ersatzteilespender, ne?
Ha! Hinter mir am Motor läuft es auch nicht mehr richtig. Ihr habt es gesehen, ich habe die Kette abgemacht und an der Mutter von der Abtriebswelle mal geschaut, ob sich noch was bewegen lässt. Und ja, aber nur sehr, sehr schwergängig. Und da fragt man sich natürlich, woran es gelegen hat, weil egal in welchem Gang, egal in welchem Leerlauf, es bewegt sich immer gleich beschissen. Vielleicht liegt es ja daran, dass das Moped schon seit Tagen literweise Öl in der Werkstatt verliert und mittlerweile alles auf dem Trockenen läuft. Aber ihr seht, es geht gar nicht so richtig weiter. Und deshalb würde ich jetzt einfach mal vorschlagen, dass wir uns den Ersatzteilespender anschauen und mal gucken, was wir davon alles retten können und uns dann gemeinsam einen Plan machen, wie es im nächsten Video weitergehen soll. So, auf den ersten Blick werdet ihr jetzt wahrscheinlich sagen, Mensch, die sieht doch viel besser aus. Aber glaubt mir Leute, das täuscht, denn das Blechkleid ist auf den zweiten Blick wesentlich verbeulter und zerkratzter. Sie wurde auch schon am Rahmen geschweißt, hatte also schon einen größeren Unfall hinter sich. Aber wer weiß, vielleicht kriegen wir aus dem Fahrzeug wenigstens mal ein Lebenszeichen. Also das war jetzt fast schon naiv zu glauben, dass bei diesem Fahrzeug irgendwas passiert. Hier fehlt jetzt zum Beispiel der Zündfunke, aber das ist weiter gar nicht schlimm, denn ich wollte jetzt einfach mal herausfinden, in welchem Zustand hier die Bauteile sind und dieses Fahrzeug wird uns noch nützlich sein, denn einzelne Bauteile hieraus sind in einem besseren Zustand. Der Tank beispielsweise ist von innen komplett rostfrei und auch der Ansaugkasten ist noch in einem ganzen Stück und noch nicht völlig zerrissen und deshalb wird es beim nächsten Mal so ablaufen, dass wir mit dem ersten Moped weitermachen, dass wir das einfach weiter zerlegen, dort mal den Motor aushängen, uns weitere Bauteile anschauen und dann immer mal wieder gucken werden, ob uns dieses Fahrzeug hier hilft oder ob ich mir eben Ersatzteile kaufen muss. Bis wir wirklich zu den ganzen technischen Details kommen, die Zündung einstellen und das Moped so weit voranbringen, dass es dann irgendwann fertig ist, wird wohl noch eine ganze Zeit vergehen. Ich denke, ihr seid es eigentlich gewohnt, dass es in meinen Videos beim Schrauben selbst dann vorangeht. Aber bei diesem Java-Projekt müsst ihr euch einfach auf entschleunigtes Schrauben einstellen. Ich hoffe, das geht für euch klar und ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen Spaß daran, wie ich mich das erste Mal in meinem Leben mit diesen Java-Kisten beschäftige. Und in diesem Sinne, schreibt mir gerne einen Kommentar, bewertet das Video und wir sehen uns dann in einer der nächsten Videos wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.